Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist die Debatte mit der Überschrift Freihandelsabkommen schräg und missverständlich, weil so getan wird, als wäre zurzeit der Handel nicht frei. Ich sage, der Handel ist leider in dem Bereich Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte zurzeit ein sehr freier Handel. Es gibt technische Normen, die den Handel beschränken, Zölle. Und wir haben die verrückte Situation, dass in die Europäische Union, das wurde schon angeführt, ein Autoblinker, wenn er die falsche Farbe hat, nicht reingeliefert werden darf, dass eine Banane, die richtige Krümmung nicht hat, auch nicht in die Europäische Union darf, aber ein T-Shirt, an dem Blut klebt, weil Näherinnen und Näher dort sklavenartig ausgebeutet werden, Fabriken einstürzen, bei lebendigem Leib verbrennen, das darf in die Europäische Union. Und deswegen geht es uns bei dem Abkommen mit den USA darum, dass wir jetzt Normen setzen, und Herr Kollege Hans-Peter Friedrich, dann sagen wir aber nicht nur technische Normen, die dann aus europäischer Sicht weltweit gelten, sondern dass wir Normen setzen, dass auch die Arbeitnehmerrechte, die Menschenrechte in solchen Freihandelsabkommen verankert werden müssen, damit eben zukünftig Freihandel bedeutet, dass es vor allem Freiheit für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen heißt, frei arbeiten zu können, gut arbeiten zu können. Wir wollen Arbeitsplätze, aber gute Arbeitsplätze, und dafür setzen wir uns ein als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und deshalb, Herr Kollege Tauber, Ihr Beispiel, dass die Präsidentin der deutschen Textil- und Modeindustrie jetzt sagt, sie kann besser in die USA exportieren. Gerade dort, mit Blick auf den Textilbereich, müssen wir sehen, wir verhandeln in der Europäischen Union zurzeit auch mit Indien und Vietnam. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, wenn wir ein Abkommen, was fast die Hälfte des weltweiten Bruttosozialproduktes umfasst, jetzt diese Standards setzen, dass wir ganz messerscharf reinschreiben, dass alle 8 ILO-Kernarbeitsnormen sowohl im Abkommen mit Kanada als auch mit den USA verbindlich verankert werden, mit überprüfbaren und wirksamen Sanktionsmechanismen, wie sie auch für die anderen Kapitel gelten. Denn nur dann können wir auch den Indern sagen, dass wir das Gleiche von ihnen auch erwarten. Denn wir wollen, dass endlich die Globalisierung den Menschen dient, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dient. Und dafür werden wir uns in diesen Freihandelsgesprächen einsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin auch dem Bundeswirtschaftsminister ausdrücklich dankbar, dass er hier in dem Papier mit dem DGB und auch im Beschluss des Parteikonvents ausdrücklich betont, ganz am Anfang, der Wert des Freihandelsabkommens muss darin bewiesen werden, dass zu Fortschritten beim Schutz von Arbeitnehmerrechten, dem Verbraucherschutz im globalen Maßstab beiträgt. Diese normsetzende Kraft des Abkommens kann zum Hebel einer politischen Gestaltung der wirtschaftlichen Globalisierung werden. Und genau darum geht es. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag an 2 Stellen drin. Deshalb werden wir hier unseren Wirtschaftsminister unterstützen, dass eben die Arbeitnehmerrechte hier voll eingehalten werden. Und in dem Sinne brauchen wir nicht einen zusätzlichen Antrag, etwas aufzufordern, was wir selbst im Koalitionsvertrag geschrieben haben, was die SPD auf dem Konvent beschlossen hat. Und wie gesagt, wenn die Kollegen bei der CDU sagen, sie haben Probleme mit dem Schluss des Parteikonvents, dann können sie auch im Koalitionsvertrag nachlesen, dass wir immer die Freihandelsabkommen gebunden haben an die verbindliche Verpflichtung, die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation einzuhalten, Menschenrechte, soziale, ökologische Standards zu wahren. Dafür werden wir streiten. Und dann haben wir die große Chance, hier als Parlamentarier auch die Globalisierung politisch zu gestalten im Sinne der Menschen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Sascha Rabe. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Matthias Heidel für die